Pep Guardiola ist es nicht gewohnt, Niederlagen kommentieren zu müssen. Seine Mannschaft hatte sich nicht belohnt für Leidenschaft und Laufbereitschaft. Am Ende schwanden in Unterzahl die Kräfte. Das führte zu folgenschweren Fehlern, die auf diesem Niveau nicht passieren dürfen. Ernüchterung. Wir haben gespielt mit der großer Personalität. Wir haben dominierenden Ball. Wir haben vielleicht eine Aktion, gefährliche Aktionen zugelassen, und die anderen, wir haben es kontrolliert, aber es ist Champions League. Wenn du spielst gegen diese Spieler, unsere Fälle, manchmal ist es passiert, aber ist gut, weil das passiert heute. Vielleicht ist es eine große Lehre für unsere Zukunft. Weil im Achtelfinale, Viertelfinale, wenn das passiert, du bist raus. Es ist typisch Guardiola, dass er solche Spiele nutzt, um seine Lehren daraus zu ziehen. Am Ende fehlten die Ruhe und Konzentration. Daraus müssen seine Spieler lernen. Ich bin traurig, ein bisschen enttäuscht, nicht für die Fälle, weil Fußball ist Fälle. So, sie waren müde die letzten Minuten. Normalerweise Xavi ist sicher mit dem Ball herum, hat unglaublich gespielt. Mit der überragenden Persönlichkeit, ohne Ball, mit Ball. Aber es ist Fußball, da was passiert. Und gegen diese Spieler wie Agüero, wie die anderen mit Nasri, wenn das passiert, ist immer gefährlich. Aber es ist Fußball. So, für die Zukunft, ich bin mir sicher, dass das wird gut. Das wird gut für unsere Entwicklung. Es ist eine Binse, dass man im Fußball aus Niederlagen lernt. Für die Konkurrenz der Bayern sollte es eher beunruhigend sein, dass der Katalane mit der Analyse von Manchester seine Mannschaft auf die nächste Qualitätsstufe heben kann.